Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg mit den Menschen. Nach wie vor, Aufnahme läuft, dülülül, wunderschön. Und dann laden wir gleich das Spielchen. Fette Musik, trö. So, hier noch schnell was machen, einen Augenblick. Fertig. Okay. Mist. Das wird nicht leicht. Das muss ich unbedingt gewinnen. Das muss ich unbedingt gewinnen. Okay. Schauen wir mal. Orks sind böse. Aber gut, schauen wir mal. Wird schon irgendwie. Wenn man den Theoden Stufe 6 hinkriegt und mit dem Rohirrim reinballert, dann kann er plötzlich was, aber bis dahin ist es halt ein kniffliger Weg, ne? Aber Stufe 5 ist er schon mal, das ist nicht schlecht. So. Im 1v1 braucht man den ganz heftigen Kram nicht so zwingend, schnell und dringend. So. Reiter sind halt stark. Sind aber schwierig zum Kommandieren. Ja. Was ist denn das? Ah, okay. Okay. Schafft er das nicht, oder wie? Ach du Heilige, da schafft er gar nichts. Naja. Tja, wie blöd ist das denn? Ja, ist es auch. Überlebt er nicht. Oh je. Wie dämlich ist das denn? Krass. Also komplett nutzlos und der Troll haut mich jetzt weg, oder was? Oh Mann. Wow, hätte ich nicht gedacht. Naja, wird's schwierig. Das schafft er. Ja. So, einmal löschen bitte. Und dann bauen. Haltet sie auf! Überrennt sie! Der Feind ist unter uns, Männer! So. Nicht perfekt, aber ganz okay. Okay. Und. Na? Ein guter Macht euch bereit! Die Stunde ist gekommen! Männer Gondors! Vorwärts! So, das braucht's nicht. Abhauen, abhauen, abhauen. So. Die kämpfen da. Da sind Trolle, das ist natürlich schlecht. Frage: Überlebt er oder stirbt er? Wahrscheinlich stirbt er. Wäre natürlich jetzt sehr tragisch. Ah, so knapp. Na gut. Kann ich nicht ändern. Jetzt ist er halt tot. Boah, ernsthaft? Das ist doch unglaublich. Und die sterben mir jetzt, oder wie? Wo sind denn meine Zeugsleute überhaupt? Hm? Seh nix. Alles geht kaputt. Das Gold habe ich nicht bekommen.
Was für ein Mist. Aber okay, so ist es halt. Das ist sehr schön. Weiter geht's. Bitte töten. Boah, die Spinnen sind aber gut gegen die Reiter. Ja, da kann ich gerade nicht viel ändern. Das ist ja böse. Ich brauche unbedingt diesen Brunnen. Der ist wirklich wichtig. Was? Wo? Hä? Ist doch nichts. Okay. Und so, Gift. Ja, gut. Gift ist natürlich böse. Puh, ist das knifflig. Ja, dann schmetter, schmetter, schmetter. Mehr Schmetter, bitte. Nice. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Leider kann der Theodin davon nicht viel behalten, vermute ich mal, aber... Das sehen wir ja dann. So. Aha. Okay. Ihr haut's ab. Okay. Wie wär's, wenn du damit aufhörst? Hm? So. Das gehört mir. Okay. Das schafft er nicht. Schade. So. Schauen wir mal. Okay, mal zurückziehen. Das passt schon. So, ich brauche trotzdem Zeugs. Ja, ja, passt schon. Bisher ist alles soweit in Ordnung. So. Die töten, die töten, die dahin. So, das ist ganz gut, wenn man da durch kann. Aha.
ist fertig. Wer braucht einen Baumeister? Naja, nicht schön gebaut, aber ist erstmal auch egal. Und der Gegner gibt auf. Perfekt. Das ist schon mal ganz gut gewesen. Hilft mir nämlich ein bisschen weiter. Sehr schön. Ja, okay. Das war das. Dol Guldur wird viel schwieriger. Ich weiß nicht, ob ich Reiter behalten darf. Das ist das Problem. Ich glaube, richtig viel Geld habe ich da nicht übrig. Zwei Reiterbataillone dürfte ich behalten. Was nicht schlecht wäre. Mache ich auch. Ja. Passt. Okay. Das ist immer ganz wichtig, dass man schaut, dass die Aufnahme passt. Gut, dann mit dem guten Aragorn. Das wird... Oder ich versuche das hier einfach. Obwohl, das kann ich aufgeben. Das wird nix. Das wird nix. Das geben wir einfach auf. Weil das ist... Da habe ich einfach keine Chance. Das ist der Erebor, den brauche ich nicht verteidigen. Und dann danach hat der Gegner bloß lauter Truppen hier. Das brauche ich auch nicht. Nee, nee. So, dann verteidigen wir das hier wieder. Es muss ja weitergehen, ne? Ist ja nicht so einfach alles. Ist ja nicht so einfach alles. Okay. Aufmachen, aufmachen. Das dorthin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Geisterarmee. Die war schon nicht schlecht. Ja. So. Und da sind sie auch schon wieder. Wie immer. So, das da, das da, das da. Okay. Wie wäre es, wenn ihr anfangen wird zu schießen? Genau. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Gibt es überhaupt Geld alles? Sollte. Die Frage ist, versuche ich das Tor wieder zuzumachen? Ich glaube ja. Ja, ja, alles geht mal wieder nicht. Die bleiben da. Schießstand. Kann ich doch eigentlich so machen, oder? Ist doch voll egal. Na. Ja. Müsste eigentlich relativ egal sein. Okay.
Sehr interessant, da fehlt mir wohl was. Aber na gut. Lassen wir es mal so, wie es ist. Geht da nicht noch ein Bataillon? Ja. Aber bisher schaut das ganz gut aus. Na. Nichts mehr. Okay. Tja. Der vielleicht nicht auf dem Pferd, weil da ist er ein bisschen schwach auf der Brust. Na, da muss man nur aufpassen. So, da sind sie. Isengard, ah ja. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich hoffe, das gibt Geld. Ja. Ach, der ist ja da vorne. Ah ja. So, ich weiß, ich baue jetzt nicht perfekt, aber ist erstmal egal. Den da bitte töten. Ja. Ist immer gut, wenn so Zeugs stirbt. Ja, ja, machen wir hier die Kaserne auch noch ein bisschen hoch. So. Passt. Da noch ein Gehöftchen hin. Lanzenträger sind nicht so schlimm. So. Bisher alles gut soweit. Ach, die muss ich ja nochmal erweitern. Hihi. Okay. So. So. Okay. Das war irgendwas Böses, glaube ich. Egal. Was heißt das Schnelle in den Linienformationen? Ja. Okay, bald gibt es die Feuerpfeile, den Marktplatz und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also bei Festungen, die so groß sind, kann man sich eigentlich immer einen dritten Baumeister holen. Das ist nie verschwendet, finde ich. Man ist dann relativ schnell und gut dabei, das passt schon. Geld bringt das hier auch, was mega gut ist. Mal kurz heilen. Da stirbt ein bisschen was, aber die sind eigentlich egal. Schaut mal, was das Geld gibt. Das ist halt richtig schön Geld. Schön viele Rohstoffe. Ja, schon nice. So. Feuerpfeile. Dann machen wir das wieder wie gehabt. Das Zeug's hier hin. Und die dorthin. So, hier geht noch was. So. Da geht noch was. Ja, dann bauen wir halt da noch hin, ne? Solange ich nicht gezwungen werde, groß gut auszubilden. Oh, der ist aber böse. Cool. So. Ja, der gute Mary. So, Tranduil gibt Geld. Nice. Irgendwann gibt's wieder Gollum.
Ja, den wird es dann auch wieder brauchen. Türsche reparieren. Das passt. Ah, da ist ein Charku, der stirbt. Und Krabum. Na, nein, nicht. Naja. Geht so. So. Natürlich brauche ich auch hier unten vor allem die Statuen. Hier gibt's Geld. Aha. Naja. Information bleiben, Formation halten. Wir müssen unser Land verteidigen. Wer braucht einen So. Baumeister? Auch sehr schöne Musik, gefällt mir auch sehr gut. Leider schon wieder vorbei. Das Tor geht bald wieder kaputt. Aber ich glaube, ich kann mal rausrennen. Mit der Geisterarmee dann zusammen. Das dürfte ganz gut werden. 12%, ja, wird besser. So, schöne Information, das ist wichtig. So, angreifen. So, schön hier auf Vorsicht. So. Ha, nice. Okay, das ist schon mal gut, weil das heißt, dass ich hier alles behalten darf. Ohne Probleme. Das ist gut. Langsam scheint die KI zu verstehen, dass das so nicht funktioniert. Leider habe ich ein paar unausgerüstete Einheiten. Das macht es für mich wieder schwieriger bei der nächsten Verteidigung. Aber so ist es eben leider. Ja. Genau, die darf ich nicht behalten, obwohl die voll ausgerüstet sind. Und die Schwachen, die darf ich behalten. Das ist halt das Problem an diesem ganzen Kram. Aber kann ich jetzt nicht ändern. Muss ich nächstes Mal wieder ausrüsten. Die Kämpfe werden hier nicht zwingend leichter. Das ist das Problem. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.